Es ist ein Kampf, Mensch gegen Wildnis. Einzige Helfer, ein Team aus 14 Schlittenhunden. William Cleedine, der einst aus Deutschland an den Yukon auswanderte, kennt das Rennen wie kein anderer. Und seine Leithunde kennen es auch. 1600 Kilometer durch Kälte, Abgeschiedenheit und Packeis. Den Hunden wird es wahrscheinlich gar nicht weiter was ausmachen. Aber den Schlitten unbeschadet darüber manövrieren, ohne dass man sich selber irgendwie noch dabei verletzt, wird sehr schwer werden. Mindestens 9 Tage und Nächte wird das Schlittenrennen dauern. Er ist einer der Konkurrenten, Yunef. Auch ihn begleiten wir. Wir freuen uns mit, wenn er in Trapperhütten Freunde trifft, die ihm schon mal das Leben retteten, und bangen an den Berghängen der Arktis, die den Teams das Letzte abverlangen. Früher haben Kuriere so den Goldgräbern die Post gebracht, und denen half auch keiner. Wenn die bei minus 50 Grad in ihrer Hütte blieben, kostete sie das den Job. Welche der Rennteams bis ans Ziel durchkommen, ist ungewiss. Denn viele scheitern hier schon unterwegs. In einer der ursprünglichsten und einsamsten Landschaften der Welt. Der Yukon im Frühnebel, nahe der Stadt Whitehorse, Kanada. Es ist der Tag des Yukon Quest, das als das schwierigste internationale Hundeschlittenrennen der Welt gilt. Für die Stadt trotz Eiseskälte das Großereignis. Die Hauptstraße gesperrt, seitdem sammeln sich hier die Mascher, die Hundeschlittenführer, mit ihren Teams, den Gespannen. Mit verpackten Pfoten starten sie im 3-Minuten-Takt. Die Mascher sind nervös. Sebastian ist das, noch ein Auswanderer mit deutschen Wurzeln und rennerfahrenen Hunden. Und das Kyla, eine der wenigen Frauen hier. Auch sie werden wir wieder treffen. Dann, zur Freude der Leithunde, der erste Start. William startet später und hat deshalb noch Zeit. Es ist das 11. Mal, dass er antritt, trotz Beinprothese, die er seit einem Motorradunfall in Jugendjahren trägt. Nachdem er zuletzt fast immer vorn dabei war, wird William als Favorit gehandelt. Sein Hundeteam, das er selbst züchtete, gilt als besonders schnell. Früher blamierte er sich hier schon mal, weil er die Rennleinen nicht eingepackt hatte. Die waren nicht da, die habe ich leider vergessen. Die waren noch bei jemand, wo ich übernachtet hatte, am Trocknen. Und dann? Musste ich mir blitzartig Geschirre leihen von allen anderen Maschern. Es war zu spät, um zurückzufahren. Die nächste Startzeit naht. Team Nummer 12 macht sich bereit. Jüngere Mascher notieren noch wie Fußballtrainer ihre Teamaufstellung. Wir suchen Yunef und finden ihn weiter hinten. Er wird seine Hunde noch mal füttern, bevor er sie anschirrt. Zuletzt wurde er 7. von 23 Teams. Es gehe ihm ums Rennen, nicht ums Gewinnen, sagt er. Und dass er seit 3 Uhr früh nicht mehr geschlafen hat. Er habe dem Mond zugesehen. Und sei bereit für den Tanz. I was so full of energy this morning that I was up at 3 o'clock watching the moon, so I'm ready to rock and roll. Yeah.
11.30 Uhr. William kontrolliert ein letztes Mal sein Rennteam. Dann geht er, geführt von zwei Leithunden, auf die Strecke. Und fast alle fiebern mit. Es ist ein tolles Fest, das uns alle nach draußen zieht und uns daran erinnert, wie großartig die Gegend ist. Auch von uns sind Freunde am Start, die wir anfeuern. Würden Sie denn selbst auch gern mitfahren? Nein, ich fühle mich nicht so stark wie die. Zwölf Uhr fünf. Auch Yu und sein Team dürfen nun in die Startspur. Ein paar der Helfer werden ihm bald folgen, auf Umwegen per Auto zum ersten Streckenkontrollpunkt, nach 160 Kilometern. So kehren sie der Stadt den Rücken und ziehen über den Yukon. Und lassen sich verabschieden wie Helden. Nicht immer wird über der Strecke so die Sonne scheinen, oder wie man hier sagt, über dem Trail. Zwischen Whitehorse in Kanada, der Goldgräberstadt Dawson und dem Ziel Fairbanks in Alaska. Und schon bald werden es ganze Tage sein, die die Zurückfallenden von den Führenden trennen. Williams späte Startzeit wird erst in Dawson verrechnet. Um dort als Halbzeitsieger anzukommen, muss er sich vorarbeiten. Viele trauen ihm das zu und nennen ihn Iron Will, eiserner Wille. Um mehr über William zu erfahren, haben wir ihn kurz vor dem Rennen besucht. Gut eine Autostunde von Whitehorse, wo er seit Jahren lebt. Umgeben nur von schneebedeckten Bergen und Weite. Was andere bestenfalls im Urlaub finden könnten, sagt er, habe er jeden Tag. Der erste, den wir antreffen, ist sein Helfer Mike, der Menschen nicht besonders mag. Und schon gar nicht, ihnen die Hand zu geben. Zur Hölle damit, knurrt er. Das habe er sich schon vor Jahrzehnten abgewöhnt. Nur so eine Eigenheit von ihm. Hunde mag er lieber. Deshalb lebt er bei William in einer nahen Hütte. Und Hunde gibt's hier reichlich. In seinem Rennstall hält William derzeit gut 30 Tiere. Viele davon aus bewährten Zuchtlinien, wie Fahida, dessen freudiges Gemüt er schätzt. Also in dem Team sind einige Cheerleader drin. Das heißt, die bellen, sind immer gut gelaunt und so weiter. Ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob die anderen nicht so gut gelaunt sind, aber bei denen ist es einfach auffällig. Und Fahida ist einer von denen, die dazu auch noch ein guter Leithund sind. Schon als Teenager ist der Naturfreund William ausgewandert. Aus Sorge, ihm bliebe in Deutschland nach dem Unfall nur ein Bürojob. Er suchte die gelobte Freiheit Kanadas, schlug sich durch als Fremdenführer und entdeckte, eher zufällig, den Hundesport. Ich habe andere Leute mit einem Hundeschlittenteam trainieren sehen und da habe ich einfach mal gefragt, wie das denn so läuft und so weiter. Und die haben mir ein paar Hunde verkauft oder geschenkt, einen kleinen alten Schlitten dazu und dann bin ich da mal mit los und das hat mir riesen Spaß gemacht. Erste Rennen, erste Medaillen, dann ließ es ihn nicht mehr los. Der Sport nicht und der Yukon nicht. Das ist so ein richtiges Spielzeug-Abenteuerland für Erwachsene. Ja.
Jeden Tag schirrt Mike die Hunde an zum Trainingslauf. Fast alle sind schon mehrere tausend Meilen weit gelaufen. Ich treibe sie gar nicht mehr an, sagt William. Ich muss sie eher bremsen. Vom Preisgeld der Hunderennen könnte William nicht mal das Futter zahlen. Keiner hier macht das fürs Geld, sagt er. Wir machen das, weil wir die Tiere bewundern. Die Hunde können bei völliger Dunkelheit im Schneesturm die Spur finden, bei voller Geschwindigkeit. Wo ich überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist, rechts und links, wissen die ganz genau, wo es weitergeht. Und da ist es ganz wichtig, dass man da den Hunden zuhört. Sie signalisieren, wenn sie Pausen brauchen oder Hunger haben, sagt er, und wenn sie verletzt sind. Obwohl sich die Rennleitung auf die Masche allein da nicht verlässt. Tierärztliche Kontrolle am Tag vor dem Start. William muss für jeden seiner Hunde Impfzertifikate vorlegen. Dann werden sie untersucht. Bei kaltem Rennwetter macht es Sinn, die Hunde etwas anzufüttern, sagt uns William. Ist es warm, sollten sie schlanker sein, um weniger zu schwitzen. Wobei hier schon 10 Grad unter Null als warm gelten. Don't drop this stuff. Lass den ja nicht fallen, scherzt er. 150 Pfund zeigt die Waage, aber nur, weil auch der Helfer draufsteht. Williams Rennteam erhält Bestnoten. Frage an den Facharzt, worauf muss er achten? Wir stellen erstmal sicher, dass alles in Ordnung ist. Etwa, dass der Hund kein Fieber hat und dass Herz und Lungen gesund sind. Wenn ein Tier eine nässende Wunde hat bei 40 Grad Kälte, bekommt es Probleme. Es gab auch mal Hunde, deren Puls uns auffiel. Deren Testdaten haben wir dann eigens zum Kardiologen geschickt. Dass niemand später Hunde austauscht, garantiert ein Sensor unterm Fell. William helfen die Ärzte-Checks, sich zu entscheiden. Die können manchmal allein am Herzrhythmus oder sonst wo rausfinden, ob da irgendwie tatsächlich was ist. Was machst du dann? Ich bringe extra mehr Hunde mit hierher. Ja. Dann lasse ich einen Hund, der irgendwie Probleme hätte, garantiert zu Hause und nehme lieber einen anderen. Natürlich fragen wir William auch, wie er es denn mit seiner eigenen Gesundheit hält. Er sei robust, sagt er da gern. Und er bringe stets den nötigen Humor mit. Letztes Jahr bin ich durch einen Checkpoint durchgefahren mit meinem Team, an anderen Teams vorbei, die da gerastet haben. Und mein Team lief richtig gut, alles war perfekt auf einem schönen, perfekten Trail, konnte gar nichts schief gehen. Also habe ich da mal ganz schnell an so einem MP3, den ich mit habe, mir eine andere Musik ausgewählt. Also, ne, warum nicht? War alles perfekt, lief gut. Haha, jetzt fahre ich an den Teams vorbei. Einmal, blitzartig, biegt mein Team eine Böschung herunter auf irgendeinem anderen Trail. Hab eben nicht aufgepasst. Konnte das Team gerade anhalten noch. In dem Moment geht der Schlitten los. Der Haken kommt raus, der Schneehaken, den wir benutzen als Anker. Verfängt sich in meinem linken Bein, wo die Prothese ist. Und zieht mich neben dem Schlitten die Böschung darunter. Und ich habe immer nur gebetet, also die Hose ging schon runter und so weiter, dass jetzt nicht noch das Bein abgeht und das Team mit meinem Bein abhaut. Dann stehe ich da wie ein Männchen im Walde. Das wäre unheimlich peinlich gewesen. Ich meine, in dem Moment ist es nicht lustig, aber darüber habe ich dann eben gelacht und musste das natürlich auch gleich den Kollegen später erzählen. Und alles lacht sich kaputt. Im Rennen gilt es für die Mascher, die Ausdauer der Hunde richtig einzuschätzen. Das Yukon Quest mit seinen Tag- und Nachtschichten auf 1000 Meilen, sagen sie, tauge nicht als Sprintstrecke. . 400 Kilometer sind es bis Pelly Crossing, unterbrochen von zwei Checkpoints.
Weil die Strecke selbst für uns schwer zugänglich ist, folgt eine unserer Kameras den Hundeschlitten im Buschflieger, der bei gutem Wetter auf dem Eis des Yukon landen kann. Das zweite Kamerateam wird die Mascha später an den Kontrollpunkten erwarten. Die Faustregel des Rennens für die ersten Tage lautet: 6 Stunden laufen, 6 Stunden rasten. Als Erste treffen wir Kyler wieder. Diese Leute, die hier durchrauschen, verheizen ihre Teams, sagt sie. Sie jagen sich gegenseitig und sehen jetzt schon müde aus. Schneewasser für den Kochtopf. Dann zieht Brent Sass vorbei, im Rennlager bekannt für seinen frühen Skistockeinsatz. An ihre Hunde verteilt Kyla zunächst Lachswürfel, anschließend Pfotenpflege mit Massageöl. Im Vorjahr erreichte sie das Ziel als Letzte. Aber sie und ihre Hunde hielten durch. Dieses Jahr hat sie Probleme mit dem Schlitten und wundert sich weiter über die anderen. Wenn die schon jetzt 10 Stunden am Stück laufen, brauchen sie alle Reserven der Hunde auf. Später tue ihnen das noch leid, sagt sie. Und gönnt sich erst mal einen Kaffee aus der Thermoskanne. Und ein wenig Sonne. Leider wird sie weiter Pech haben. Auf dem Trail werden wir sie nicht mehr treffen. Weiter unten campt Rennveteran Hans Gatt, von Herkunft Österreicher, der den Quest schon mehrmals gewonnen hat. Was muss ein guter Rastplatz bieten, fragen wir. Auf alle Fälle irgendwas in der Sonne und ein bisschen vom Trail weg, damit man nicht direkt am Trail ist. Ne? Und die vorbeifahrenden Teams da und die Hunde stören. Dazu kommt die Hausregel: das Schlafzimmer nur mit sauberem Schuhwerk betreten. Und alles, was warm bleiben muss, mit einpacken. Minus 20 Grad selbst hier. Eingeplante Schlafzeit maximal 2 Stunden. Die erste Nacht, der erste Checkpoint. Warten auf die Hundeteams. Zwei Stunden Pflichtpause für Mascha und Gespanne. Rennrichter notieren die Zeiten. Tatsächlich sind manche Mascha bis hierher ohne Pause durchgefahren. William dagegen hat unterwegs gerastet, mit simpler Begründung. Weil ich das Rennen gewinnen will. Im heißen Wasser für das Hundefutter kocht er sich Würstchen mit. Danach ein, zwei Schokoriegel. Das reicht ihm. Einige Hundeteams waren vor ihm da. Dort sind schon die Tierärzte zugange. Minus 30 Grad Celsius. William gibt sich locker, aber wortkarg. Wie kalt ihm eigentlich sei, fragen wir. 20 Grad plus. Die nächste Hütte wird derweil zur Nachrichtenbörse. Seit klar ist, dass einige das Rennen schneller angehen als je zuvor. Darunter einer, der pausenlos nach vorne fuhr, John Little. Im Internet verbreiten Offizielle die Bilder vom Start und spekulieren schon. Wir verfolgen, wer unterwegs gerastet hat und wer offenbar nicht, und rechnen, was das für den Rennverlauf bedeuten könnte.
Am nächsten Morgen finden wir Yunef, der sich ebenfalls nach vorn gekämpft hat. Es gehe um den eigenen Rhythmus, nicht nur um Tempo, sagt er. Und dass man nicht zu früh in Führung gehen dürfe. Sobald du führst, sagt Yu, bist du der Rabbit, der Hase, den alle jagen. Auch ihn haben wir vorab getroffen, als er kurz nach William sein Hundeteam fürs Rennen meldete. Immer wenn er Auto fährt, darf einer der Hunde neben ihm sitzen, als Beifahrer. Diesmal ist es Annie, seine Wunschleithündin. Manche halten ihm vor, er verhätschle seine Hunde so zu sehr, doch das kümmert ihn nicht. Wir fragen ihn, wonach er derlei Privilegien verteilt. Sie sitzt nicht nur vorne, sie schläft auch jede Nacht in unserem Bett, sagt er. Aber wir wechseln die auch ab. Nach Fairbanks zum Beispiel fahren wir 10 Stunden im Auto. Dann haben sie es ein bisschen warm. Nur manche mögen die Rockmusik nicht. Auch Hughes Rennstall wird hoch gehandelt. Er fühle sich gerade wie ein Coach, der bekannt gibt, wer spielt und wer nicht. Die merken das sofort. Und wenn du vom Rennen zurückkommst, sagt dir ihr Blick, warum hast du mich nicht mitgenommen? So wie Annie, sagt er. Und dann nimmst du sie zum nächsten Rennen mit. Sein zweiter Hoffnungsträger, der mit der Schramme auf der Schnauze, heißt Mahusek, ein indianischer Name. Auch an Hughes Hunden hat der Arzt nichts auszusetzen. Freie Fahrt also fürs Rennteam. Mit 2 Praktikanten aus Europa und seiner Freundin lebt auch Hugh im Hinterland von Whitehorse. Direkt am See, der Frischwasser liefert und reichlich Platz für Trainingsfahrten. Dazwischen Kochstunde für 60 Schlittenhunde. Meistens gibt's Lachseintopf. Zutaten zurechtmischen, die Brocken zerkleinern, fertig. Den Fisch bekommt Yu günstig aus Alaska. You take that one, Boris, and I'll keep going here. Seit 15 Jahren lebt Yu im hohen Norden. Er begann als Tagelöhner in Fischfabriken und jobbt den Sommer über auf Baustellen im Umland. Der Hunde wegen verließ er die Vorstädte Chicagos, um in der Natur zu leben. Obwohl er kein Hehl daraus macht, dass er mit ihnen oft nur vorm Fernseher liegt. Schon mit seinem Vater sei er gern campen gewesen. Dann habe er Jack London gelesen, beeindruckt vom Leben der Indianer. Die Freiheit und die Weite hier oben zogen mich an. Aber ich hatte auch immer Hunde, schon als Kind. Als ich 7 war, wurde ich mal von einem gebissen. Schon damals habe ich den Leuten erzählt, der Hund sei halb Mensch gewesen und ich sei nun halb Hund. That dog was part human and now I'm part dog. Oft male er sich aus, wie es hier ohne die Kälte wäre, mit Hotels am See, und wache dann wie aus einem Albtraum auf. Wir leben hier draußen intensiver. Die Wildnis, die vielen Menschen Angst macht, macht uns Spaß. Dass es ihm nicht ums Gewinnen gehe, nehmen wir ihm nicht ganz ab. Obwohl er es einleuchtend begründet. Wo immer nur der Sieg zähle, sagt Yu, gäbe es zu viele Verlierer. Auf der Queststrecke erreichen die Hundeteams erste Gefahrenzonen. Achterbahn nennen sie diese hier. Manchen zerschlug es an solchen Stellen schon die Schlitten. Danach nähern sich die Teams dem 2. Kontrollpunkt, wo alle schon gespannt sind, wer mittlerweile vorne liegt. Als die Rennrichter uns an einer Wegsperre auf Distanz halten, sehen wir John Little ankommen.
Erst danach entdecken wir, dass William schon längst da ist. Seine Hunde, auch die weniger erfahrenen, liefen überraschend beständig, sagt er uns später. Für einen Zweikampf mit John Liddell fühle er sich gut gerüstet. Noch geht alles. Ein paar Probleme hat da keiner in dem Sinn. Aber die, die noch nie dabei so im Rennen waren, merken jetzt plötzlich, dass das nicht mehr Training ist. Erst gegen Abend kommt Yu an, nimmt die bereitstehenden Futtersäcke auf und fährt durch. Unter den Maschern beginnt langsam, wie in der Formel 1, der Psychokrieg um Boxenstopps. William verbringt einige Stunden hier und bricht erst tief in der Nacht auf, aber mit ausgeruhten Hunden. Als wir die nächste Nachrichtenbörse am Trail erreichen und mit Helfern nach dem Rennstand schauen, geraten wir in Feierlaune. John Liddell auf Rang 5 zurückgefallen, an der Spitze Yu und William. Nun ist William der gejagte Hase und Liddell wird sein Tempo erhöhen. Denn auch sein Ziel bleibt, als Erster in Dawson anzukommen. Doch plötzlich treffen wir ihn, weil er zurückkommt, gegen die Rennrichtung. Ich brauche einen Offiziellen, ruft er. Dann lässt er eine Hündin untersuchen und nimmt sie aus dem Rennen. Sie hat sichtbar Gewicht verloren, sagt uns sein Betreuer. Deshalb hat sich John entschieden, sie hier abzugeben, damit sie sich erholt. Ob das ein Zeichen sei, dass er den Hunden zu viel abverlange, fragen wir. Er hatte sicher nicht vor, so früh welche abzugeben. Wie viel Zeit verliert er dadurch? 20 Minuten plus die Zeit für Formulare. Muskelzerrungen und Flüssigkeitsverlust, das sind die häufigsten Diagnosen, sagt uns die Chefärztin und bürgt für die Mascher. Jedem Schlittenführer liegt selbst an den Hunden. Das ist sein Team, das sind seine Partner. Und er wird alles tun, um sie heil durch die Etappen zu bringen. Es gibt hier draußen keine Mascher, denen die Sicherheit der Hunde nicht wichtiger wäre als die eigene. Zumindest in den Rennen, die ich überwache. Ich sehe da keine Machos, denen die Hunde egal wären. Letzte Frage an den Leiter des Rennens. Könnte das Tempo nicht doch zu hoch sein? Nein, die Hunde sind jedes Jahr besser trainiert. Die Strecke ist gut vorbereitet. Wenn es da keine Hindernisse gibt, etwa durch Wetterumbrüche, die Zeit kosten, dann kann man auch um so viel schneller sein. Danach müssen auch wir verlorene Zeit aufholen, denn bald enden die geräumten Straßen. Zeit, die Schneemobile auszuladen. Es ist der dritte Tag des Rennens und im Niemandsland zwischen den wenigen Siedlungen sind die Mascher von nun an für uns immer schwerer aufzufinden. So packt dann auch uns der Bann des Yukon und das Rennfieber. Musik
Bis sogar unser Cheflogistiker, der im Yukon jeden Winkel kennt, die Waffen streckt. Mit Ausnahme der Schneeschaufel. Ja, schön festgefahren. Aber ich denke, wir kriegen sie rückwärts wieder raus. Carsten hat das Yukon-Rennen jahrelang als Fotograf begleitet. Dieses Mal begleitet er uns. Und führt uns auch zu jenen Orten, die sich erfahrene Mascher nicht entgehen lassen. Weil sie zwar im Verborgenen liegen, aber mit einer klaren Botschaft locken. Vor allem der Nudelauflauf ist es, den die Gäste in diesem Jahr loben. Die Hütte, die die Eigentümer sonst an Urlauber vermieten, gilt auf der Strecke als Geheimtipp. Was ihr bis hierher gesehen habt, ist nichts. Die echten Probleme kommen erst noch, sagt uns Hans Gatt. Vor allem das Packeis. Welche Abschnitte sind es, die ihr nicht mögt? Mich macht immer die Strecke vor Dawson etwas nervös. Da muss man viel Futter mitschleppen. Das macht den Schlitten sehr schwer. Dieses Jahr hatten wir Glück. Die Spur ist gut. Früher war sie auch schon mal voll Pulverschnee oder es fiel Neuschnee. Dann brauchst du doppelt so lang. Egal wie viel Futter du dann mit hast, kann es knapp werden. Das passierte mir oft. Die Frage, warum sie hier so gerne halten, erübrigt sich fast. Schon eine Meile vorher liest du die Schilder, heißes Wasser, Lasagne. Wie könntest du da vorbeifahren, mitten im Nichts? Gastgeberin Carol informiert unterdessen auch von hier aus per Satellitentelefon die Welt ringsum. Caduce 1500, okay. Über die Rastzeiten der Mascher. William kam um 11.35 Uhr hier an und müsste jeden Moment weiterfahren, meldet sie. Wie viel Zeit die anderen sich nehmen werden, weiß William nicht. Wieder eine 100-Kilometer-Strecke, wieder stundenlang im Eiswind stehen. Wie bleibt man da warm? Wir tun die ganze Zeit was. Wir sehen zu, dass der Schlitten vorwärts kommt und so weiter und so weiter. Und da verbraucht man Kalorien und das hält dann wiederum warm. Aber was wir sehen, ist, ihr steht auf den Kufen und haltet mit ein oder mit zwei Händen den Schlitten. Das ist doch Stehen, oder was? Wie bewegt ihr euch? Nee, man balanciert die ganze Zeit auch mit den Beinen auf den Kufen. Damit kann man regulieren, wie in welche Richtung der Schlitten fährt. Und wenn es bergauf geht, helfen wir mit, teilweise. Und ab demnächst werde ich jetzt wohl auch einen Skistock auspacken, die haben wir auch, und helfen mit, weil ziemlich lange Hügel kommen. Inzwischen ist klar, John Little ist hier bereits durchgefahren und wird wohl anderswo Pause machen. Carols Mann Jim wartet unterdessen auf die Nacht und auf alle, die noch kommen, wie jedes Jahr. Das sieht oft aus, als schwebten sie. Plötzlich denkst du, dass du welche siehst, bist aber nicht sicher, sagt er. Willkommen lesen auch sie dann. Jim und Carol bewirten sie gern. Sie sind ein eigener Menschenschlag. Sie kämpfen sich durch die Wildnis, starke Persönlichkeiten. Wir mögen sie. Ich habe 8 Freiwillige, die mir helfen. Die meisten nahmen sich eine ganze Woche dafür frei. Okay, see you, thanks. Bye. Erneut führt die Spur zum Fluss hinunter. Danach geht's Richtung Dawson.
Bald darauf, beim nächsten Dog Drop, einer der Notstationen für kränkelnde Hunde, nehmen wir Abschied von einem Bekannten. Drei weitere Tiere haben die Ärzte hier von Schlittenführern entgegengenommen und fliegen sie zu deren Teambetreuern, die in Dawson warten. Diagnose: Übermüdung. Die Hundesäcke, in die sie schlüpfen, werden sie von nun an warm halten und garantieren dazu dem Piloten, dass ein jeder auch brav sitzen bleibt. Einer der drei, erfahren wir, ist aus dem Rennstall von UNEF. Und erkennen Mahusek wieder, den mit der Nasenschramme. Er wird der Co-Pilot sein, scherzt der Captain. Wir werden uns gut unterhalten. Just like that. As if we can have a good talk. Kein Problem. Hughes Hunde sitzen bekanntlich gerne vorn. Die Flugstrecke der Hunde führt über die Höhenzüge vor Dawson City und über Flusstäler, in die einst die Goldgräber drängten. William und sein Hundeteam machen auf alle Rennbeobachter einen guten Eindruck. Und auch er wirkt zuversichtlich, auch wenn er das nie laut sagen würde. Zudem ist er hier ohnehin immer am Ziel, seinem Ziel. Das macht nicht immer Spaß. Manchmal hat man die Hände frieren, man ist klitschnass oder vollkommen übermüdet und so weiter. Und trotzdem sage ich mir, Mann, ich kann jetzt immer noch genau das machen, auch wenn es mir gerade nicht gefällt, was ich eigentlich machen wollte. Als Junge sei er bei den Pfadfindern gewesen, hat uns Hugh erzählt. Schon in Chicago habe er sich danach selbst Schlitten gebaut. Auch er bewundere die Hunde. Sie könnten 10 Stunden durchlaufen. Nur er manchmal nicht. Ich bin schon auf dem Schlitten aufgewacht, als er den Hang runterraste. Oder du kommst zu dir mit dem Gesicht im Schnee, die Hand noch am Schlittengriff. Auf dem letzten Höhenzug vor der Goldgräberstadt Dawson wurde John Liddell wieder vor William gesichtet. Unklar also, wer die Belohnung als Etappensieger erhält. Gestiftet wie jedes Jahr von einer alteingesessenen Familie. 4 Unzen Gold. Joe Fellers lebt mit seiner Frau Wendy draußen vor der Stadt. So weit draußen, dass der nächste Nachbar schon mal mit seinem Kleinflieger im Garten landet, wenn er zu Besuch kommt. Wir besuchen sie, weil die beiden sich zum ersten Mal bereit erklärt haben, einem Fernsehteam ihr Gold zu zeigen. Weit über $100.000 ist das wert, was da die Schale füllt. Ein paar Plättchen davon haben die Fellers in eine Goldpfanne geklebt. Ein Touristenpfännchen, sagt Wendy. Wenn sie damit Gold waschen wollten, würden sie zu lange brauchen. Ihre Gabe an das Rennen. Nach jetzigem Kurs ein paar tausend Dollar. Das machen wir, seit es das Rennen gibt. Wir sind am Klondike und wir sind stolze Gastgeber und legen den Maschern gerne etwas drauf. Im Backofen duften Zimtküchlein, das Lieblingsgericht der Familie, auch für die Mascher. Dann muss ich noch etwas klären. Es heißt, ein jeder hier horte sein Gold lieber im Keller als in der Bank, stimmt das? Ein Mythos, lachen sie. Das meiste geht nach der Saison natürlich auf die Bank. Warum sollte ich das glauben? Wenn es doch im Keller wäre, würden sie es mir eh nicht verraten, oder? Obwohl es in der Erdnussbutterbüchse nicht gerade sicher aussieht.
Doch, sagt sie, das ist hier so sicher wie ein Tresor. Unten am Fluss entstehen Lagerplätze für 36 Stunden Pflichtpause der Mascher. Das sind Williams-Leute. 25 Grad unter Null. Zwei Zelte für die Helfer, eins für die Hunde. He's a good chap. William hat mir oft geholfen, also helfe ich ihm. An Kälte gewöhnt man sich, wir tun unser Bestes. Nebenan schraubt Hughs Freundin Pritschen zusammen, kümmert sich um die Ausrüstung und, wann immer möglich, um die Hunde. Ich tue alles dafür, dass es ihnen auf der Strecke gut geht. Und dass Hugh ein wenig Schlaf bekommt. Ein paar Stunden noch, dann wird das erste Gespann hier sein. William Cledin und John Liddle lagen zuletzt annähernd gleich auf, bevor die Nacht hereinbrach über dem Klondike-Tal und den Bergkämmen um Dawson. Gegen Mitternacht dann sammeln sich auf der Hauptstraße die Menschen, um Ausschau zu halten, wer das Gold bekommt. Es ist William, zum ersten Mal in 11 Rennjahren. Erst kurz zuvor war er an John Liddles Gespann vorbeigezogen, dessen Kräfte am Ende doch noch nachließen. Nach der Pflichtpause für alle wird das Rennen von hier aus weitergehen. Über das klirrend kalte Eis des Yukon wohl mindestens weitere 4 Tage und Nächte lang. Auch William wird dabei zunächst an seine Grenzen stoßen, dann aber ebenso durchhalten wie seine Hunde. So, wie sie es immer taten. Mit seinem Verfolger Hugh wird er unterwegs freundschaftliche Momente teilen, bevor schließlich auch sie zu schweigsamen Rivalen werden. Im dramatischsten Hundeschlittenrennen auf dem Yukon, das es je gegeben hat.